gibt ein bisschen was Neues für Verkehrsteilnehmer. Können Sie auch was einstellen, auch was denn genau arbeiten? Wir werden nach der Winterpause am 8. März wieder beginnen mit den weiteren Bauarbeiten und planen dann ab Donnerstag bis kommenden Montag das Setzen verschiedener Maste für die Straßenbahn, für die Unterführung sozusagen zum künftigen Verkehrsknoten. Dadurch kommt es zu neuen Einschränkungen, nämlich die Fahrspuren müssen noch weiter eingeengt werden, um die RAM-Arbeiten dort speziell am kommenden Sonnabend ausführen zu können. Und Folge ist, und da bitten wir herzlich, dass alle höchste Aufmerksamkeit walten lassen, die Folge ist, dass also die Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h begrenzt werden muss. Wir hoffen, dass wir die Einschränkung, wenn alles glatt läuft, am Montag wieder aufheben können. Also auch ein bisschen Staugefahr, ne? Staugefahr ist nicht auszuschließen. Insofern ist immer die Bitte, wie man heute so schön sagt, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Wir wissen allerdings auch, dass es ja auch weitere Einschränkungen gibt, unter anderem in der Willy-Brandt-Straße. Also ist das Weitumfahren dann teilweise auch mit Umwegen verbunden. Und wir haben uns auch deshalb dazu entschieden, nicht eine Fahrspur komplett rauszunehmen und zu sperren, sodass die Bahnhofsbrücke dann nur noch in eine Richtung befahrbar gewesen wäre, sondern haben gesagt, wir engen die Fahrspuren weiter ein und hoffen, dass wir mit dieser Lösung in diesen dann doch überschaubar wenigen Tagen zurechtkommen und alle da auch unfallfrei durchkommen.